Nach 3 Wochen hat OneMove endlich geschafft, mir den E-Shift dazu zu senden und den werde ich jetzt in meinen S3 einbauen. In meinem letzten Video habe ich ja schon berichtet, dass ich direkt nach der Auslieferung ein Problem hatte. Also ich habe es erst eine Woche später gemerkt, aber es war eigentlich seit der Auslieferung. Das Ding hat nicht geschaltet. Grund war der E-Shifter. Ich habe ja da mit dem Support telefoniert. Die erste Erfahrung war ja auch gut. Kollege da war halt auch sehr aktiv, hat gesagt, ja, ist auf Lager, geht am nächsten Tag raus. Und dann ging die kleine Odyssee los. Leider musste ich immer wieder nachfragen, bis dann jetzt endlich nach 3 Wochen der E-Shifter gekommen ist. Das ist dieses Teil. Und das werde ich jetzt mal einbauen. Ich bin nicht fahrradaffin, sage ich auch öfters mal. Das letzte Mal, dass ich, glaube ich, einen Fahrradreifen ausgebaut habe oder das Rad, das ist, glaube ich, 20 Jahre her oder noch länger. Es gibt eine Anleitung dafür. Das ist eine PDF-Datei, die der Kollege mir zugeschickt hat. Und die sieht halt aus, als ob die, weiß ich nicht, jetzt sagen wir mal böse, der Azubi gebastelt hat. Witzigerweise hat OneMove ein paar Tage später angefangen, Reparaturvideos auf YouTube hochzuladen, die natürlich schön hier clean sind, schöner Look und extrem gut gemacht. Und ob ich das so hinkriege, wir werden es mal sehen. Deswegen, ich würde mal anfangen, aber eine kurze Sache noch, der E-Shifter, der ist einfach nur in eine Plastikverpackung gekommen. Und das Interessante ist, nach der Anleitung und auch nach den Reparaturvideos brauche ich noch 4 Werkzeuge, die nicht in meiner Toolbox drin sind. Also ich brauche hier 2 Schlüssel, also Maulschlüssel in 15 und 8 mm und einen 4er und 2,5er Imbusschlüssel. Ja, und die muss ich selber besorgen. Warum da nicht so ein kleines Paket bei ist zum Reparieren mit den Werkzeugen, das kann ja auch einfache China-Ware sein, ist mir auch ein Rätsel. Vielleicht bei den Radfahrern ganz normal, die haben immer alles, ich nicht, ich muss es zusammensuchen. Und gerade bei den Imbusschlüsseln, das Interessante ist ja, klar, du hast tausende von Imbusschlüsseln, so was sich so ansammelt über das Jahr. Da steht ja nie drauf, welche Größe das ist. Deswegen habe ich mein Tütchen einfach mal voll gemacht und hoffe, dass wir 4 mm und 2,5 mm dabei haben. So, erster Schritt ist am Ende des Tages, ich drehe das Rad um, baue das Hinterrad aus und das mache ich jetzt mal. Damit ich mir keine Macke reinhaue, habe ich halt direkt hier mal so ein paar Tücher besorgt und lege die mal ungefähr dahin, wo gleich der Sattel und der Lenker auf dem Boden sein werden. Und dann drehe ich das Rad jetzt mal um. So, ist ein bisschen dreckig vom Fahren. Ich habe es halt benutzt. Wie ich auch in meinem letzten Video gesagt habe, mit dem Boost-Knopf kannst du halt problemlos fahren, ist dann halt ein Fixie. Und ja, jetzt noch mal in die Anleitung gucken. So, erster Schritt. Disconnect the cable. Remove the plug from the frame. Also der Connector vom E-Shifter, der ist hier vorne. Ne, ist er gar nicht. Der ist hier. Genau, hier ist er. Den muss ich jetzt entfernen. Das kennen wir schon vom Zusammenbauen. Die Konnektoren sind halt immer ein bisschen schwierig, weil die hier reingesetzt sind in den Rahmen. Hier ist auch noch so eine Schutzkappe drauf. Und einfach geht das zum Beispiel auch schon mal nicht. Ich habe auch Schiss, dass ich zu stark dran ziehe und dass dann der hintere Teil des Konnektors im Reifen bleibt, oder nicht im Reifen, im Rahmen. Und dann habe ich natürlich die Arschkarte. So, hier ist er. Jetzt habe ich den losgelöst. So, haben wir das geschafft. Jetzt brauche ich einen 4 mm Imbusschlüssel, um den E-Shifter vom Rahmen zu lösen. Okay, das ist der Imbusschlüssel, der hier drin ist. Also nicht der Imbusschlüssel, die Imbusschraube. Und jetzt kommt mal meine kleine Sammeltüte.
in der Hoffnung, dass da ein Vierer existiert. Mach mal nach Augencheck. Es könnte ein Vierer sein. Ist ein Vierer, unglaublich. Ganze Tüte voll und direkt den richtigen genommen. Augenmaß muss man haben. Das Schwierige ist natürlich, das ist halt so ein kleiner. Da hat man natürlich nicht so starke Hebelwirkung. So, jetzt ist er an. Bisschen angelockert. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn ohne Hebel rausschrauben kann. Ich meine, das ist halt echt Frickelarbeit. Das war echt wie beim Zusammenbau vorne. Da müsste man eigentlich wirklich Spezialwerkzeug haben, in dem Sinne, dass man so einen langen Imbus hat, der entsprechend halt, dass man hier vorne drehen kann. Ich hoffe auch, dass das Ganze auch hinter meinen Error 44 behebt und nicht, dass er doch noch woanders drin steckt. So. Haben wir den rausgeholt. Da ist auch noch so eine Spannunterlegschraube dran. Den lege ich mal vorsichtig hier zur Seite. Und das haben wir geschafft. Remove the chain guard. Also hier der Kettenschutz muss jetzt entfernt werden. Und da gibt es anscheinend 1, 2, 3 Schrauben und don't remove the whole chain guard holder, otherwise man muss das Ganze wieder zusammenbauen. Ja, okay, schön. Okay, das müsste gefühlt hier hinten ganz am Ende dieser 2,5 mm Imbus sein und die anderen sind die Vierer ebenfalls, was ja ganz praktisch ist, den habe ich ja gerade schon rausgefunden. Die lassen sich auch relativ easy entfernen. Weil die waren handfest, würde ich sagen. So, und jetzt kommt wieder die Sammeltüte zum Einsatz. Gucken, ob wir hier einen 2,5er haben. Alter, ich spiele heute Abend Lotto, das kann ich euch sagen. 2,5er rausgezogen aus der Menge an kleinen Immo-Schlüsseln. Und auch hier ist halt wieder der Punkt, man muss die halt ein bisschen anziehen, damit man überhaupt Hebelkraft hat. So, jetzt ist auch das passiert, woran ich Bedenken hatte. Hier ist mir vorhin eine Unterlegscheibe runtergefallen. Ich habe die zweite gerade gefunden, die sind nämlich hinter den beiden Schrauben von innen. Das wird hinterher, glaube ich, auch nochmal eine Frickelei, aber genau, die müssen dahinter und jetzt weiß ich zumindest, wo sie gleich hin müssen. So, jetzt ist hier der Kettenschutz lose. Jetzt ist der nächste Schritt eigentlich das Rad ausbauen bzw. das Kicklock auch rauszubauen. Dafür muss ich die beiden Nüsse hier rausmachen. Das sind diese Sicherheitsnüsse, die OneMove da eingebaut hat. Dann probieren wir das einfach mal. Dafür brauche ich nochmal Werkzeug. Und zwar hier, das ist dieses Sicherheitsding. Und dann gibt es den dazu. Jetzt muss ich auch wissen, in welche Richtung man machen muss. So ist falsch rum. Bisschen locker gemacht. Und dann sind hier diese Nüsse drin, die das nochmal in Position halten. Und die müssen nämlich auch raus. Und im Prinzip kann man den Chain Guard hier wohl jetzt hochheben, klappen. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir das hinterher wieder zusammenkriegen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Sauerei. Alles klar. Jetzt der nächste Schritt. Den habe ich mir auch im Video schon mal vorab angeguckt. Da sah das ja auch nicht so schwierig aus.
Für den nächsten Schritt benötige ich die Box aus dem Karton und dann packe ich den Reifen daran und dann steht er schön gerade und dann kann ich den E-Shifter vernünftig auswechseln. So, jetzt brauche ich die beiden Mautschlüssel, die ich mir selber besorgen musste, wie gesagt. Und mit dem einen löse ich den hier. So, mit dem anderen soll ich kontern. Ja, das war's dann auch schon. So. Jetzt kommt er raus, hier ist eine Unterlegscheibe. Und ja, theoretisch ist er das jetzt, der kaputte. Und das ist der neue. Sieht doch erstmal relativ gleich aus. Gut, was ich hinterher nicht vergessen darf, ist halt hier die Kappe noch drüber zu schieben, damit ich den da wieder vernünftig reinkriege. Und jetzt müsste ich den ja eigentlich relativ einfach genauso drauf kriegen. Ich hoffe mal, das war's. Im Video, was ich mir angeguckt hatte, da stand noch was, dass man irgendwie darauf achten soll, wie das genau hier einrastet, aber im Prinzip ist das ohne Spiel eingerastet und sollte okay sein. Dann würde ich den erstmal handfest jetzt dran schrauben. Dann wieder kontern. Und vor allem war der auch nicht bombenfest, von daher müsste das jetzt eigentlich passen. Und ich habe es ja gerade gesagt, muss ich den hier irgendwie noch durchfrickeln. Ah, okay. Ich habe mir gerade schon gedacht, wie passt der überhaupt durch, aber der ist hier hinten, kann man ihn öffnen leicht. Und so ist er auch wieder. Muss man nur richtig rum dran machen. Jetzt ist er auch wieder dran. Guti, das war erfreulich einfach. Okay, bin ich schon wieder auf Platz 1? Ja, okay. Anscheinend gehen die davon aus, dass man schlau genug ist und dass man weiß, dass man jetzt alles rückgängig wieder einbauen muss. Dann probieren wir das aus. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinkriege, weil es war ja schon ein Akt, das Rad rauszubekommen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, die Herausforderung ist ja entsprechend die Kette wirklich drauf zu kriegen. Die Kette ging erfreulicherweise sehr einfach drauf. Der E-Shifter ist eigentlich auch vernünftig, so grob im Place, wo er gleich hin muss. Sieht gut aus. Perfekt. Also was übertreiben wir nicht perfekt. Es rollt erstmal, ein bisschen schleifen tut es halt. Das hat es vorher auch getan, weil es an den Bremsscheiben, glaube ich, ein bisschen geschliffen hat. Das habe ich manuell eingestellt, nachdem ich einfach beide Schrauben noch mal ein bisschen gelöst habe, eingefädelt. Dann machen wir mal die Schritte zurück.
Also erstmal müssen wir hier wieder diese Einlage reinpacken, wie auch immer die heißt. Dann drehe ich das mal hier handfest. So, und jetzt kommt der auch noch auf die andere Seite. Und auch den mache ich handfest. So. Bevor ich die richtig anziehe, würde ich mich jetzt erstmal um den Chain Guard kümmern, den Kettenschutz, wie ich den hier wieder reingefrickelt bekomme. Da habe ich die beiden Unterlegscheiben, die mir heruntergefallen waren. So, die frickle ich einfach mal hier durch und drauf und hoffe, dass die dran bleibt. Und dann halte ich den hier unten und versuche mal einen zumindest anzuziehen. Der hat, glaube ich, Grip, alles klar. Die beiden Schrauben oben sind mit Unterlegschrauben drin. Und jetzt nehme ich diesen hinteren Schraubverbinder, Imbusverbinder, wo dieser 2,5 mm rein muss. Der ist jetzt relativ einfach, weil sich das halt direkt halt angepasst hat. Also einfach heißt trotzdem fummelig. Letzte Schraube, der E-Shifter. Ich würde sagen, das ist jetzt hoffentlich keine Herausforderung mehr. Auch wenn der wieder schwierig ist, durch das Ding zu treffen. Aber einfacher als rausdrehen. Zumindest der Anfang. Das mache ich noch einmal mit ein bisschen Kraft. Jetzt ist der fest und sollte passen. Das heißt, jetzt muss nur noch das Kabel verbunden und reingefrickelt werden. Dann kommt es hier in den Rahmen. So, den habe ich halt doch falsch eingebaut, aber das Gute ist, den kann man hier so reinklipsen. Dann noch ein bisschen Kabel nachschieben. Ich hoffe mal, es ist in Ordnung, dass das Kabel von da verläuft und nicht von da muss, aber technisch gesehen müsste das eigentlich egal sein. So. Kette ist eh geschützt und eigentlich war es das. Ups, das ist natürlich ganz schlau hier. Im Prinzip läuft es gut. Das heißt, ich würde die Schrauben jetzt einmal handfest ziehen. Schleift es wieder ein bisschen an den Bremsbacken. Da kann ich aber für einen Moment mit leben. Das Problem hatte ich halt letztes Mal auch schon. Habe dann auch ein bisschen einfach links und rechts justiert. Und irgendwann war es fein. Und ich glaube halt auch, die müssen sich eventuell ein bisschen einschleifen. So, Rad umgedreht.
So, jetzt die Herausforderung, gucken, ob der Error direkt weg ist, ob ich nochmal einen Reset machen muss. Ja, da sollen wir lange drum herum reden. Probieren wir aus. Okay. So, es bleibt spannend, noch kein Error. Also er zeigt auf jeden Fall nicht direkt Error an. Das war zuletzt der Fall, als ich dann das Rad gestartet habe. Kam direkt Error 44. Er zeigt ihn jetzt nicht an. Von daher würde ich das Rad mal eben raustragen und einmal fahren und gucken, ob er schaltet. So, dann wollen wir das jetzt mal austesten. Ich drücke mir mal selber die Daumen. Ja, funktioniert. So, Fazit. Es funktioniert. Der E-Shifter hat es behoben, er schaltet. Erster Eindruck auf jeden Fall, schon mal alles gut. Werde ich gleich auf dem Heimweg noch mal intensiver testen. Am Ende des Tages auch kein schwieriger Einbau. Ihr habt ja gesehen, ich habe mich durchaus schwer getan. Aber ich bin halt kein Schrauber. Ich habe das letzte Mal, wie gesagt, vor über 20 Jahren vielleicht mal an einem Rad geschraubt und geschweige dann noch länger, als ich einen Reifen rausgeholt habe. Wahrscheinlich haben ein paar Schrauber unter euch eh schon gelacht, als ich mit der Kette da rumgefrickelt habe. Von daher ist easy. Die PDF-Anleitung, die mitgeschickt haben, ist halt schon ein bisschen ömmelig. Die Videos sind dafür natürlich Hochglanz, aber auch beim E-Shifter, wenn man sich das Video anguckt, sogar komplexer, also mit Ausrichten und Gucken, das war total entspannt. Von daher, alles fein, Werkzeug können Sie ruhig beilegen, die beiden Imbus und die beiden Mautschlüssel in einfacher Variante. Das wäre nicht schlecht, ansonsten, wie gesagt, der Support hätte proaktiver sein können. Ich habe halt oft nachgefragt, ich habe ja auch mehrmals gefragt, ob ich das irgendwie kompensiert bekomme, dass ich jetzt anfange, an einem nagelneuen Rad zu schrauben. Am Ende des Tages konnte ich mir aus dem Shop was aussuchen. Ich habe jetzt ein zweites Ladegerät. Besser als nichts und fair. Man hätte aber auch proaktiver wirklich drauf eingehen können. Ja, dann mache ich mich jetzt mal weiter auf die Fahrt mit dem VanMoof und gibt bestimmt noch das eine oder andere Video dazu. Was ich übrigens auch gut fand, der Error war ja direkt weg. Man musste nicht resetten, alles easy. Von daher allzeit gutes Moven, wie man so sagt, glaube ich. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und wenn ihr Lust habt, abonniert es doch, dann kriegt das auch auf jeden Fall mit. Bis dann.